Guten Abend, guten Morgen. Wir sind wieder mal bei Dead by Daylight und es gibt hier zwei Neuigkeiten, wo ich euch sagen muss. Erstens, es gibt einen neuen Überlebenden, den ich aber im Moment nicht gerade habe, weil ich diese Person hier brauche, die Mac, welche deine tägliche Rituale und ihr seht es hier schon, es ist diese neue Karte, der Gashimmel auf dem Autoschrottplatz. Hatte ich bis jetzt noch nicht gezeigt, von daher nehmen wir das mal an. Und ja, wir sind jetzt hier in der Autowerkstatt. Ich stelle mich mal vorsichtshalber dann ein. Man war es ja nie. Ja, also das ist also die neue Karte. Mir gefällt die super. Und ja. Mal gucken, vielleicht sehen wir ja mal einer von denen neue. Einer, was ist einer von denen? Also der neue. Weitermachen. Bevor er jetzt reinkommt, gehen wir mal schnell in den. Oh, jetzt ist das Tor auf. Also ihr seht selber, das Ding ist repariert und ja. Drei Generatoren noch. Was denn? Nee, ne? Ach, was mache ich dann? Also das ist praktisch der Gashimmel. Also das ist eine neue Karte vom vom Schrottplatz. Ich finde, die ist echt super, die Karte. Vor allem für Überlebende ist sie besonders gut, weil man sich halt brutal gut verstecken kann. Für einen Killer ist es nicht gerade besonders gut, sag ich jetzt immer. Aber ich gehe trotzdem mal runter. Erstens gibt es Punkte. Kiste durchsuche, vielleicht kriege ich hier was Geileres. Weil ich muss 7 Haken noch manipulieren, glaube ich. Taschenlampe. Na. Taschenlampe, scheiße. Ich wollte ja nur die 250 Punkte. Der ist definitiv hier ganz in der Nähe. Ich schätze oben im Haus. Wenn der rumlaufen, vielleicht eventuell irgendwo. Und solange die Musik noch da ist, werden wir mal ein bisschen vorsichtiger sein hier. Okay, es wird leiser. Auf jeden Fall der mit der Kettensäge, so viel steht immer definitiv fest. Ich brauche noch Sachen. Ich
Es ist jetzt auch keiner verletzt. Ich muss auch jemanden heilen. Dann brauche ich auch noch ein paar Punkte dafür. Wie sieht das aus? Das Ding ist fertig, so wie es aussieht, weil die Lichter aus sind. Es sind noch drei Generatoren. Der ist fertig, das Licht ist an. Ich gehe trotzdem mal da hinten in die Richtung. Lauf mal da hinten rum weiter. Die Kenntnisse gibt es ein bisschen weit entfernt. Man kann aber auch nicht jetzt unbedingt sagen, aus was für eine Richtung dass der Kerl kommt. Beziehungsweise die Kettensäge. Das ist halt der Scheiß in der Sache. Deshalb, wenn wir uns mal langsam, langsam vorbewegen. Und nur noch zwei. Das ist gut. Weiter aus rumlaufen, langsam. Ich laufe mal normal, dass man meine Spur nicht sieht. Da hinten ist einer. Da haben wir uns jetzt mal ganz langsam hinbegeben. Und der ist halt am Mitte in der Prärie, ne? Das ist halt scheiße, ne? Krieg ich mal 200 Punkte? Nein, die haben wir also schon getroffen. Fängt ja wieder gut auf. Also das Ding ist auch fertig, sehe ich gerade. Ich suche mal einer, wo nicht so unbedingt wo hat es mir erwischt? Oh, die ist weit weg. Die ist ruhig weit weg. Ich muss ja Leute vom Park holen. Aus rumlatschen. Kann ja wohl nicht angehen. Ich hol so von dem Ding ab und die blöde Sau lässt die gleich wieder anflatschen. Gelaufen, die dumme Sau. Das heißt für mich, ich mach mich jetzt vom Acker. Ich mach mich jetzt vom Acker. Holleri. Ich mach mich nur vom Acker. So. Jemand da? Nein. Gott. Können wir jetzt wieder mal normal laufen. Also es waren jetzt zweimal gut Punkte. Das ist absolut in Ordnung. Abbauen kann. Verdammt nochmal. So. Ich seh nicht. Also mach ich mich vom Acker. Thank you.
Das Totem haben wir zerstört. 400 Punkte sind 400 Punkte, weil er so sah, ne? Der war ja fertig. Da muss doch wohl noch irgendwo so ein scheiß Apparat geben, wo noch nicht gemacht ist. Wo war dort Totem? Pfeile. Nehmen wir mit. Ja, ja, komm. Come on, come on, come on, come on. Ja, boy. Ja. Kurzer Fehler drin. Was ist das? Ach du Scheiße, ist das weit. Wohl ist das weit. Aber ich begebe mich trotzdem hin. Wie gesagt, ich brauche die Punkte. Und dann lassen wir mal das Gerät da. Ich glaube, damit bin ich besser bedient. Noch einer da, außer mir, das Brinchen ist noch da. Ja, das war ein Camper, die Hähne, das nächste. Ja, noch weiter, der ist weit entfernt. Ja. Läuft langsam, man sieht's. Ich hab doch vorher gedrückt, das war ganz deutlich vorher. Wieder vorher gedrückt, warum geht das nicht? Wieder vorher gedrückt! Ey, Samo! Das ist doch voll der Witz, ey. Da hin. Hoffen wir, dass wir den Scheiß Ding durchkriechen. So, jetzt ist nur noch Brinchen und ich da. Wäre schön, wenn ich nicht mehr drücken müsste. So kurz vorm Ziel. Come on! Yeah, baby! Er ist definitiv hinter mir. Der hat mich nicht getroffen. Oh, Scheiße, da ist dicht. Mich wieder nicht getroffen. Was ist denn der für ein Pfeifen? Scheiße. Fick dich doch, du Schlamm! Jetzt macht er die Tür auf, die dumme Sau! Gott, ist der blöd. Der war direkt neben dem Haken gestanden. Nein, den will ich nicht, den will ich nicht. Nein! Alter, come on, come on! Come on, das pack ich! Pack ich nicht! Scheiße! Klappe! Du bist ein Tier, Mann. Toll machst du das, ganz toll. Ich bin so stolz auf dich. Hey, da hinten. Hätte ja sein können. Ich bin ja schon mit der Haut. Ich spüre das nicht, du kannst von mir so viel drauf hauen, wie du willst. Nee, das wird nichts mehr. Ich kann nur noch die Punkte mitnehmen. Naja, ein paar Punkte haben wir ja gemacht, von daher ist in Ordnung.
einer steht am Ausgang wahrscheinlich da hinten. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Das war also mit dieser 484. Was soll's? War einigermaßen eine gute Runde. Geht in Ordnung. Alle vom Haken gerettet. Zwei Dinger gemacht. Ist in Ordnung. Das war ganz gut. Das ist so 10.875. Das ist doch immer eine Wort. Ja, was soll's? Ja. Das war's zum Thema Dead by Daylight. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder, wenn's heißt Dead by Daylight. Bis dahin. Tschüss mit dir.